angespannt, weil es ja gleich hier berghoch geht. Man hat nicht viel Zeit zum Einrollen. Die Stimmung ist super, Publikum ist natürlich schon da. Und der Alborgschir ist einer der schönsten Rennen, wo ich kenne. Ich freue mich jetzt mal, wenn ihr dabei sein darf. Echt schön und familiär ist es auch alles. Jeder guckt auf jeden, das ist das Schöne. Also hier wird keiner quasi überfahren. Also ich hoffe, dass ich vielleicht 5 Stunden schaffe, aber mal gucken, wie die Abfahrt wird. Da habe ich ein bisschen Angst vor gleich. Oh, für manche hart, härter am härtesten, aber für uns ist es Gaudi. Wir haben unglaubliche sportliche Leistungen gesehen und genau dafür steht St. Anton am Alberg.